Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Randall's Monday. Ich habe hier ein bisschen weiter gespielt und jetzt werde ich gerade angeschrieben. Das Moment. Ich glaube, man hat es nicht gesehen. Aber egal. So. Zurück an der Stelle. Wir gehen mal zum Mails. Pfandleihe. Hey! Bleib weg von meinen Babys! Schon gut, entspann dich. Eine Dose Mercury Cola. Ist das Zeug nicht aus Sicherheitsgründen aus dem Verkehr gezogen worden? Das kann ich nicht rumtragen. Wieso nicht? Was ist das Sword aus Dings? Aus Final Fantasy VII? Ist das Strives Schwert? Schätze, das braucht er nicht mehr. Das wäre doch cool. Der Müll ist sicher sein Gewicht in Gold wert. Du siehst verdächtig aus. Und würdest du gerne tot aussehen? Verpiss dich. Okay, da ist jemand sehr unfreundlich. Oh, da ist eine Ocarina. Unten. Oh, da ist ein da ist so ein grüner Rubin aus Zelda. Und ein Dragon Ball, cool. Hier gibt's allen möglichen Scheiß. Morgen! Was willst du? Hast du eine von Groucho Marx signierte Konsole? Ich hab die letzte vor 2 Minuten verkauft. Warte mal. Bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Bin ich das? Nicht, dass es mich interessiert oder so, aber solltest du nicht bei der Arbeit sein? Klar, ich bin hier, um ein Päckchen abzuholen. Hier? Glaube ich weniger. Okay, dann gehe ich doch mal zur Arbeit, wenn er schon sagt, ich bin der Typ vom Amazon Express. Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killerkrokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. You shall not pass. Good morning, Vietnam! Na, sieh einer an! Mein Star-Angestellter, meine rechte Hand, mein Glücksbringer, der gerne mal untertaucht. Ich frage mich manchmal, wann wird er uns wohl wieder mit seiner Anwesenheit beehren? Ja, ich würde mal sagen, jetzt gerade. Nehme ich dir von unteren. Och bitte, nicht das schon wieder. Sie sind sauer, weil ich dauernd zu spät dran bin. Das verstehe ich, aber das liegt an meinen Orientierungsschwierigkeiten. Eigentlich dachte ich, das hier wäre der Vogelladen meines nordvietnamesischen Kumpels. Schluss mit dem Scheiß-Hex! Sogar meine heißgeliebte Ex-Frau würde hier einen besseren Job machen als du. Wir wissen beide, dass dein Arsch um Punkt 9 hier zu sein hat. Und jetzt ist es Mittag! Das Päckchen hier hätte schon vor Stunden zur jährlichen Koala-Convention geliefert werden sollen. Und bis jetzt war ich wirklich mehr als geduldig, was dich angeht. Das stimmt wohl, aber wenn Sie noch etwas mehr von Ihrer Geduld übrig haben, überrasche ich Sie vielleicht. Dieser Kerl zum Beispiel, das ist Hong. Na, überrascht? Hong wer? Wer zur Hölle ist Hong? Was für ein Hong? Mein asiatischer Kumpel, der Typ aus dem Vogelladen. Sehen Sie, ich habe ihm mein Diensthandy gegeben und im Gegenzug habe ich einen Käfig voll Tauben bekommen. Die habe ich dann für eine Slow-Mo-Action-Szene gleich bei mir um die Ecke benutzt. Halt die Klappe! Bitte, schreien Sie mich nicht so an. Mein Vermieter hat das auch schon gemacht und ich habe einen Mordskater. Oh, wo wir gerade davon reden. Ich brauche einen Vorschuss. Ist das dein Ernst? Ich glaub's ja nicht. Im Ernst? Oh, habe ich nicht mein Ich-meines-Ernst-Gesicht gemacht? Es tut mir leid. Oh, wo soll ich anfangen? Weißt du noch, wie ich dir den Schlüssel gegeben habe, damit du Freitagabend den Laden dicht machst? Aber ich bin doch der beste Angestellte. Natürlich! Ich bin ein guter Angestellter.
Wenn du das wärst, wärst du um 9 hier gewesen, um den Laden aufzumachen. Gottverdammt, Hicks, das ist der einzige Schlüssel. Es ist mein Schlüssel. Und ich habe ihn dir anvertraut, obwohl du ständig Bürosachen geklaut hast. Das liegt daran, dass ich an Kleptomanie leide. Und ganz ehrlich, das hat nichts mit der gegenwärtigen Situation zu tun. Es ist eine Krankheit und es ist sehr unhöflich, dass Sie das ansprechen. Ach, halt die Klappe! Bei Gott, halt einfach die Klappe! Und her mit dem Schlüssel! Ich fange gerade erst an. Also, ich glaube, da sind keine Schlüssel in meinem Inventar. Oh, warte mal. Jetzt kapiere ich. Das ist also der Teil, wo ich den Schlüssel finden muss, um weiterzukommen und... Du hast den verdammten Schlüssel verloren? Ich hab dir gesagt, du sollst ihn mit deinem Leben verteidigen! Und das hab ich. Ich schwör's bei den üppigen Kurven von Super Zuckerschnecke. Wie kannst du es nur wagen, ihren Namen auszusprechen, du mieses, schamloses Schwein? Oh... Das war nun wirklich zu viel, Mr. Emerson. Ich könnte ein Diktiergerät bei mir haben und Sie jetzt verklagen, das wissen Sie, ja? Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, so eins habe ich auch nicht im Inventar. Du hast es gewagt, meinen wertvollsten Besitz zu entweihen. Oh, kommen Sie schon. All das wegen eines blöden Schlüssels? War der aus Platin oder was? Im Ernst, war der aus Platin? Wenn das der Fall ist, müssen wir ihn finden. Vergiss den verdammten Schlüssel, Hicks! Ich rede über etwas, das ich in meinem Safe aufbewahre. Meint den Drohbrief. Oh, Sie reden von Ihrem Toupet. Ich rede von der ersten Ausgabe des offiziellen Wonder Comics Katalog. Veröffentlicht 1972 mit Super Zuckerschnecke. Und sie trägt all ihre klassischen Outfits. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist das Cover. Und das ist voller Ölflecken und riecht nach Thunfisch. Sehen Sie? Da klingelt doch was. Mal ehrlich, Mr. Emerson, was soll ich jetzt machen? Noch ein Witz über mein Inventar? Wie ich schon in meiner Bewerbung andeutete, bin ich ein ehrgeiziger Mann und ich erreiche immer mein Ziel. Ein liebenswerter Schurke, wenn Sie so wollen. Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir. Und ich brauchte einfach etwas, in das ich mein Sandwich einwickeln konnte. Sie können wohl kaum leugnen, dass meine bedingungslose Ehrlichkeit eine weitere Tugend ist, die sich gut in meinem Lebenslauf macht, oder? Tja, dann fang schon mal an, diese Kritzelei, die du Lebenslauf nennst, auf den neuesten Stand zu bringen, X. Du bist gefeuert! Was? Sie meinen, einfach so? Was habe ich denn getan? Raus hier! Wow, wow, mal langsam. Sie könnten mir ja wenigstens etwas Kompensation anbieten, oder? Ich will meine Abfindung. Du hast mich eine Menge Geld gekostet, Hicks. Da hätten wir die Schlüsseldienstrechnung, die neuen Schlösser, all die Dinge, die du geklaut hast, inklusive eines PCs. Okay. Ich hab Ihnen doch gesagt, den brauche ich, um meinen Blog zu updaten. Und das macht man ja wohl nicht auf der Arbeit. Ich bin noch nicht fertig. Stifte, Taschenrechner, der Schlüssel zum Büro, den mein Vater mir auf dem Sterbebett überlassen hat. Ich wusste, der hat einen sentimentalen Wert. Sehen Sie? Ich passe auf. Das war noch nicht alles. Das war mir auch klar. Klopapier, Tintenpatronen, Glühbirnen. Warum zur Hölle klaust du Glühbirnen? Mr. Emerson, erlauben Sie mir, Ihnen eine Frage zu stellen. Hatten Sie jemals den Eindruck, ein gestörter Irrer kontrolliert Sie? Also, ich schon. Also brauchte ich Glühbirnen, um... Das ist mir scheißegal! Du bist völlig außer Kontrolle! Und meinen Katalog zu ruinieren, war das i-Tüpfelchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat, Hicks! Okay, schön. Versuchen Sie halt, ohne mich klarzukommen. Du bist ja immer noch hier. Ach, wirklich? Also das mit dem Schlüssel war wirklich schon die Höhe. Der Schlüssel, der ihm sein Vater auf dem Sterbebett überreicht hat. Dann auch noch der Katalog. Und vor allem die Glühbirnen. Warum? Ich habe eigentlich erwartet, dass eigentlich das kommt wie Tintenpatronen oder so, aber Glühbirnen? Ich weiß ja nicht. Was? Jetzt darf ich nicht mal hier stehen, um mich um meinen Kram zu kümmern?
Was, wenn ich was geliefert haben möchte? Weißt du was, Hicks? Ich war nie in Vietnam, aber ich war bei der Schlacht um Mogadischu. Und glaub mir, ich habe einiges gesehen. Was für ein Zufall. Dasselbe Wochenende habe ich damit verbracht, alle möglichen Sachen in einem Videospiel zu erschießen. Sehen Sie? Wir haben was gemeinsam. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, dir einfach das Herz rauszureißen, es in ein Paket zu stopfen und deiner Mutter zu schicken. Oh, das war's. Ich kündige. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Das wird mir hier einfach zu feindselig. Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Also okay, okay, ganz ruhig, mein Großer. Ich will den Wasserspender noch nutzen. Ein Wasserspender. So viele erfrischende Erinnerungen. Ein Durst. Oh, großartig. Einfach großartig. Wie zur Hölle soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Ich muss einen Weg finden, um an Kohle zu kommen. Gottverdammt, Phil! Was sollte das? Wie kann man nur so nachtragend sein? Teile sind nicht da, wo sie hingehören. Oh. Ha, oh, passt perfekt. Was mache ich jetzt? Gehen wir zum Bär. Reden mal mit ihm. Ich habe keinen Job mehr. Guten Morgen. Schön für dich. Aloha. Was könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche echt eine Menge Geld. Was hast du denn? Naja. Das ist ein echtes Ticket für die U-Bahn. Damit kann man ungehindert durch die ganze Stadt fahren. Ist das dein Ernst? Natürlich. Brauche ich nicht. Ein Teleskop-Entenbügel. Den habe ich selber gemacht. Ist der aus Holz? Ich habe eine Menge Edelstahlbügel. Auch selber gemacht. Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wonder-Comics-Katalog von 1972, inklusive Bildern von Super Zuckerschnicke in ihren klassischen, knappen Kostümen, mit nur ganz wenig Öl und Thunfischflecken. Ich glaube, in dem Zustand sind die nichts wert. Diese unglaubliche Polizistenfigur. Na, ist jetzt nicht gerade Captain Red oder sowas. Diese tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach nassem Hund riecht. Ja, das rieche ich von hier. Kein Interesse. Dieser Ring allerdings. Hey, langsam. Kann mich nicht daran erinnern, die erlaubt zu haben, in meinen Sachen rumzuschnüffeln. Ganz ruhig, Kleiner. Das kommt so mit dem Job. Naja, der Ring gehört nicht so richtig mir. Ich würde mich nicht wohlfühlen, den zu verkaufen, weil... Nur zum Verständnis. Das ist das Einzige von Wert, was du hast. Und du willst es nicht verkaufen. Ja, naja, es ist nur... Weißt du, ich glaube, ich behalte ihn besser. Ich weiß, das geht mir nichts an, aber meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Das hoffe ich doch. Aber meinst du nicht, der gehört eher zu den Leuten, die was klauen? Kann schon sein. Aber er ist mein bester Zulieferer. Mel, das hier habe ich gerade im Keller meiner Oma gefunden. Das hat großen nostalgischen Wert. Wow. Dieser Keller ist eine echte Goldmine. Hab schon genau sowas. Aber dafür hast du dir trotzdem ein nettes Bündel verdient. Siehst du? Ich liebe den Kerl. Okay, also, ich glaube, hier bin ich durch. Danke trotzdem. Warte mal, Junge. Geh nicht einfach so weg. Sieh doch einfach mal bei dir zu Hause nach. Vielleicht hast du ja irgendwelchen nutzlosen Schrott, der mich interessiert. Sieht so aus, als könntest du das Geld echt brauchen. Scheint, als ob ich das mit der Mimik endlich besser hinbekomme. Ich finde schon etwas Schrott für dich. Werd's auf jeden Fall probieren. Okay, dann auf, zurück zu, nach Hause. Randless Horn. Manchmal kann man Gegenstände kombinieren und erhält dadurch neue Gegenstände. Immer dran denken. Oh.
Oh, der alte Marconi steht immer noch da und ist wütend. Verdammt, der alte Marconi ist immer noch da. Ich muss einen Weg finden, mich vorbeizuschleichen. Reden wir mal mit dem Versuch. Sicher, sicher. Ich verstehe. Verzeihung, Sir. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, in den Arsch schieben? Aufgelegt. Hey, wie geht's, Kumpel? Ich bin Randall. Hallo, Randall. Warum so ein langes Gesicht? Machst du dich über mich lustig? Aber klar. Hast du dich mal angesehen? Ich bin ein Wondermatic-Vertreter und das hier ist der schlimmste Tag meines Lebens. Deswegen geht's mir so dreckig. Zufrieden? Jetzt und für immer. Keine Verkäufe für dich, hm? Naja, hab meine Uhr verkauft, um die Stromrechnung zahlen zu können. Diese Uhr hat meinem Großvater gehört, den sie über Hanoi abgeschossen haben. Captain Coons musste sie in seinem Arsch verstecken. Oh Gott. Ja, sehr tragisch. Reden wir doch lieber über Hundewelpen. Ich liebe Welpen. Ja, meine kleine Susie möchte schon lange einen Welpen haben. Und ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich kann ja nicht mal mehr die Hypothek abbezahlen. Okay, irgendwie macht mich gerade sogar das Reden über Welpen traurig und ich weigere mich, über Ponys zu sprechen. Also, was genau ist dein Problem? Das Problem ist, dass ich der schlechteste Vertreter bin, den Wondermatic Industries jemals hatte. Es ist schon 2 Monate her, dass ich das letzte Mal was verkauft habe. Ich kann nicht mal die billigsten Sachen an den Mann bringen. Ich bin so ein Versager. Ach, Kopf hoch! Weißt du, was du machen solltest? Entweder du kotzt dich aus oder du nimmst mal dein Gesicht aus dem Eimer. Was du nicht machen solltest, ist einfach nur rumsitzen und jammern. So einfach ist das aber nicht. Wenn ich doch nur irgendeinen reichen Trottel auftreiben könnte, um ihm das komplette Deluxe-Set anzudrehen, wären alle meine Probleme gelöst. Zumindest erstmal. Alter, ich würde dir ja gern helfen, aber mein letztes Essen war eine 7 Tage alte Pizza. Und ich glaube, da waren ein paar extra Zutaten drauf. Ich könnte schwören, eine Pfeffersalami hat versucht, sich mit einem Stück Schinken drauf zu paaren. Und ich glaube, die abstoßende Brut dieser beiden hat versucht, mich von innen aufzufressen. Okay, schon verstanden. Du hast nicht viel Geld. Aber das Basisset ist echt billig. Und wenn du jetzt unterschreibst, kannst du bequem in Raten zahlen. Welchen Teil von ich bin so arm, dass ich Dinge essen muss, die versuchen, mich zu töten, hast du nicht verstanden? Okay. Ja. Ich muss gerade meine Hose ein wenig hochziehen, weil es wird hier allmählich ein wenig warm. Na, es hat hier schon 29,6 Grad, also. Ne? Wenn du nach jemandem mit viel Kohle und wenig im Kopf suchst, dann nimm meinen Vermieter. Das heißt, er sitzt buchstäblich auf Bergen von Geld. Echt? Ja, aber es heißt auch, dass die Morlocks eine Großoffensive planen. Also nimm's nicht zu wörtlich. Aber ist dein Vermieter leichtgläubig? Naja, ich schulde ihm die Miete für 3 Monate und er hat mich immer noch nicht rausgeworfen. Aber das könnte auch an seinem Vaterkomplex liegen. Weiß ich also nicht so richtig. Das könnte was werden. Meine letzte Chance. Kannst du mir seine Nummer geben? Klar, könnte ich, aber pass auf. Der Alte ist mies drauf. Selbst seine haarigen Schultern sind wütend auf dich, wenn du was Falsches sagst. Egal. Ich muss es versuchen. Ist ja deine Beerdigung. Die Nummer ist 555-1013. Oh. Und ruf nicht bei Vollmond an. Es könnte echt schief gehen. Ich ruf ihn jetzt gleich an. Er tippt gar nicht. Guten Morgen, Sir. Haben Sie eine Minute Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen über die Vorzüge unserer Wand. Ich hab's wieder verbockt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Komm schon, nicht aufgeben. Versuch's nochmal. Warum? Er hat sehr deutlich gemacht, dass er kein Interesse hat. So läuft das also bei Wondermatic, ja? Nur weil jemand dich einen Drecksack nennt, glaubst du, er hat kein Interesse? Du kannst doch nicht einfach bei der ersten Hürde aufgeben. Na gut, ich werd's nochmal versuchen. Guten Morgen, Sir. Ich glaube, es gab da eben ein Problem mit der Leitung, als...
Siehst du,